Deine Noten in den Klausuren-Intensivkursen. Du bist vielleicht jetzt gerade schon dabei, Klausuren-Intensivkurse zu belegen. Und du hast dir vielleicht auch ausgerechnet, dass du in diesen Kursen jetzt im Idealfall schon alle oder zumindest einen Großteil der Klausuren bestehen solltest. Ist das eine realistische Einschätzung und solltest du dir Sorgen machen, wenn du die Klausuren aktuell noch nicht bestehst? Was genau kann man daraus ableiten? Das wollen wir heute in diesem Video gemeinsam einmal besprechen. Und damit hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Du besuchst aktuell vielleicht schon deinen Klausurenintensivkurs und hast vielleicht auch schon die ersten Klausuren wiederbekommen. Die Noten sind gegebenenfalls aber sehr, sehr ernüchternd für dich und da kommt natürlich schnell Panik auf. Ist die auch begründet? Im Hinblick auf die Prüfung im Oktober solltest du dir jetzt schon ernsthafte Sorgen machen. Da wollen wir heute mal gemeinsam dieser Thematik auf den Grund gehen und das Ganze mal beleuchten. Woher kommt überhaupt diese Anspruchshaltung? Die meisten, egal ob im ersten Versuch und auch im dritten Versuch insbesondere, dazwischen aber natürlich auch, haben diese Anspruchshaltung an ihre Vorbereitung. Man plant ein paar Monate im Voraus, vielleicht sogar ein Jahr im Voraus und sagt, okay, mein Anspruch, um auch richtig Sicherheit zu haben für den Oktober ist, bis September, wenn ich jetzt die ersten Klausurenintensivkurse schreibe, dass ich da auch wirklich auf dem Examensniveau bin, vielleicht schon alles wiederholt habe, mir alles angeschaut habe und dann richtig performen und abliefern kann, um auch dieses Selbstvertrauen aufzubauen, was ich dann mir wünschen würde, auch in der Prüfung dann dabei zu haben und da richtig stabilen Fundament zu haben, zu legen, um dann natürlich auch gut gewappnet zu sein für die Prüfung. Ist das aber realistisch? Kannst du das konkret erwarten? 90% der Teilnehmer definitiv nicht. Das müssen wir ganz klar so formulieren. Wenn man geschickt eine Examensvorbereitung plant, dann ist dein Formhöhepunkt, was das Wissen und natürlich die Abrufbarkeit des Wissens anbelangt, nicht Ende August, Anfang September zu legen, sondern in diesem Fall Mitte Oktober, wenn die Prüfung stattfindet. Und bevor die Prüfung stattfindet, sind noch gewisse Stationen zu durchlaufen, respektive Aktivitäten und Tätigkeiten durchzuführen, um dann das Wissen bestmöglich parat zu haben in der Prüfung. Und dementsprechend hast du dir selber diese Anspruchshaltung vielleicht erarbeitet. Gerade wenn du im Folgeversuch bist, hast du vielleicht das Gefühl, okay, ich wollte jetzt wirklich alles besser machen als in den vorangegangenen Versuchen und möchte jetzt eigentlich schon auf dem Niveau sein, weil ich vielleicht auch Angst habe vor dem dritten Versuch, geht aber den anderen Versuchlern natürlich genauso. Und das ist eben die falsche Herangehensweise, weil ja, das ist natürlich kein Wunschkonzert, dass du sagen kannst, ich wäre jetzt gerne schon hier, ich wäre jetzt schon gerne da, ich hätte mir gerne schon alles angeschaut, sondern so funktioniert Examensvorbereitung nicht. Wenn man das richtig clever strukturiert angeht, dann hast du jetzt vielleicht eine Phase, pauschal gesagt, wo du nochmal ein bisschen intensiv arbeitest in den Klausuren und dann eben in diese große Wiederholung einsteigst, wo du jetzt dann daran arbeiten solltest, das ganze Wissen, was du dir über Wochen und Monate angeeignet hast, auch abrufbar zu bekommen. Das muss dir immer wieder bewusst sein, denn das funktioniert nicht, indem du ganz viele Klausuren schreibst, dir ganz viele verschiedene Sachen anschaust mit einem großen Abstand dazwischen, weil du natürlich in die Tiefe gehen musst bei gewissen Themen und das auch Zeit in Anspruch nimmt. Ohne diesen Wiederholungspart wirst du das Wissen so nicht einfach abrufen können. Und deswegen plant man so eine Examensvorbereitung auch nicht so, dass du Anfang September schon alles easy peasy, wie man so schön sagt, parat hast, sondern jetzt geht es noch darum, die letzten punktuellen Lücken zu schließen, Klausurhärte zu bekommen, Routine, Rhythmus aufzunehmen so langsam und eben noch an den letzten Punkten zu schrauben. Und dann hast du sozusagen im Regelfall, wenn du es gut gemacht hast, ganz viel Wissen oder Staub besser gesagt, um in der Metapher zu bleiben, aufgewirbelt und dann arbeitest du daran, das ganze Wissen auch wirklich abrufbar zu machen. Ganz viele von euch, von den Prüflingen, die werden natürlich weiter so arbeiten, dass sie sagen, ich mache noch weitere Klausuren, ich schreibe jetzt noch einen Intensivkurs bis kurz vor der Prüfung, um nochmal möglichst viele Klausuren zu schreiben. Dann wirst du natürlich diesen Effekt nicht haben, dass sich das Wissen setzt, dass du das Wissen abrufbar machst. Deswegen ist das einfach für den Großteil der Prüflinge keine gute Herangehensweise. Haben wir auch schon viele Videos zu gemacht zum Thema Klausuren-Intensivkurse im September, warum du die vermeiden solltest.
kann man grundsätzlich nicht zu raten, außer in Ausnahmefällen, wenn du vielleicht ein Überflieger bist. Und dann muss man ganz klar sagen, wenn du diese Wiederholung gut eingeplant hast, dann wirst du erst dadurch die Abrufbarkeit bekommen und dann wirst du das im Oktober auch erfolgreich abrufen können. Nicht Anfang September, das sollte nicht die Herangehensweise sein. Und da haben einfach zu viele die falsche Anspruchshaltung an sich selber. Das ist utopisch von der Vorstellung her, gerade wenn man sich die Vorbereitung anschaut. Und dann muss man auch ganz klar festhalten, dass Intensivkursklausuren, die auch nicht das Feedback geben, zu sagen, das ist jetzt realistisch, wenn das Examen heute wäre. Da sind die Klausuren auch viel zu unterschiedlich. Es gibt teilweise immer noch Schwerpunktklausuren. Das kannst du nicht eins zu eins eben vergleichen. Und deswegen solltest du in dieser Phase sowieso gar nicht auf die Noten schauen, sondern deine Hausaufgaben machen, Fortschritte weiter erzielen und dann, wie eben schon mehrfach angesprochen, in die smarte Vorbereitung so einsteigen bzw. weitermachen, dass du durchgeschrieben geschicktes, smartes Wiederholen, das Ganze eben dann auch im Oktober und nur darauf kommt es an, wirst abrufen können. Du musst dir immer vor Augen halten, du kannst dir nichts davon kaufen, außer vermeintliche innerliche Sicherheit, dass du jetzt Noten in irgendeinem Bereich schreibst, über dem Strich, deutlich über dem Strich etc. Hat alles keine Aussagekraft, sondern wichtig ist, dass du daraus für Oktober deine Hausaufgaben und Fortschritte machst bzw. mitnimmst und dann wirst du auch erfolgreich die Prüfung gestalten. Nur darauf kommt es an, auf nichts anderes, das muss man auch so deutlich formulieren. Wenn du in deiner Examensvorbereitung oder auch für die mündliche Prüfung Hilfe benötigst, dann lade ich dich wie immer herzlich dazu ein, dich mal bei uns auf ein kostenloses Beratungsgespräch zu melden, egal in welchem Versuch du sein solltest, in welcher Situation. Wir können dir zu jedem Zeitpunkt, in jeder Phase immer weiterhelfen, das Beste aus deiner Examensvorbereitung rausholen. Melde dich dafür einfach unter www.esh-stb-examensvorbereitung.de und dann können wir gemeinsam einmal auf deine Situation schauen, auf deine Vorbereitung. Ich freue mich, von dir zu hören. Und wir sehen uns hoffentlich auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, dein Marlo.